Können freigestellte Betriebsratsmitglieder versetzt werden? Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Rüdiger Matisek, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Diese Frage ist kurz und bündig zu beantworten: Nein. Lassen Sie mich das kurz begründen. Die Versetzung eines Arbeitnehmers ist Ausfluss des Direktionsrechts. In dem Moment, wo Sie als Betriebsratsmitglied freigestellt werden, entfällt das Direktionsrecht. Der Arbeitgeber hat keine Möglichkeit mehr, Ihnen einen bestimmten Arbeitsplatz anzuweisen. Warum? Nun, Sie sind ja von der Verpflichtung zur Leistung der Arbeit befreit. Besteht aber kein Direktionsrecht, kann da keine Versetzung erfolgen. Damit ist die Frage eindeutig zu beantworten, wie eingangs geschehen. Eine Versetzung eines freigestellten Betriebsratsmitgliedes ist rechtlich nicht möglich. So hat es bereits das Bundesarbeitsgericht entschieden. Meine Damen und Herren, insbesondere liebe freigestellte Betriebsratsmitglieder, ich hoffe, dass Sie durch diese Information keinerlei Angst vor Sanktionen des Arbeitgebers im Sinne einer Versetzung haben. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben, abonnieren Sie diesen Infokanal. Ihr Rüdiger Matisek.